Herr Jacobi, vielen herzlichen Dank erstmal nochmal für die Einladung zu Ihnen nach Hause, nach München. Für mich ist das eine ganz große Freude und eine große Ehre, dass wir heute sprechen können. Gerne. Es war sehr schön mit Ihnen. Danke. Ich freue mich sehr, von Ihnen noch ein bisschen mehr zu erfahren aus Ihrem mannigfaltigen Schaffen. Wollen wir einsteigen mit dem Film, den das Publikum gerade gesehen hat im Kino, Peter Pan. Mhm. Sie haben den Film für uns nochmal wiedergesehen. Nach 67 Jahren, 1953, haben Sie als 20-jähriger Peter Pan gesprochen. Wie war das für Sie, den Film nach so langer Zeit wiederzuerleben? Ich war total überrascht. Ich hatte natürlich sehr vieles vergessen, das dann aber wieder kam und fand den wunderbar, den Film. Also nicht mich, sondern den Film. Und ich habe gar nicht gewusst, dass ich so damals so viel Kraft und Lust und Zutrauen hatte. Ich habe das schwerer in Erinnerung. Wie kam es denn zu dieser sehr frühen Synchronrolle mit 20 Jahren? Wie sind Sie dazu gekommen? Das weiß ich selber nicht. Ich habe ganz wenig davor synchronisiert. Ich habe Ihnen, glaube ich, mal erzählt, dass ich davor gefragt worden bin, einen kleinen Teil aus einem Film zu sprechen, der versehentlich eine falsche Tonspur hatte, also von der Firma her gesehen schon, und wiederholt werden musste, weil das nicht zu trennen war. Und das war sehr komisch, weil ich Spanisch sprechen sollte. Und zwar zu einem Cowboy, der sein Pferd brachte. Und ich sagte zu ihm, Su caballo necesita agua. Puedo levar a la plaza. Le costa 5 centavos. Das war Ihr Einstieg im Synchron, ja. Auf Spanisch. Ja, komisch. Haben Sie noch Bilder im Kopf, wenn Sie an diese Arbeit für Peter Pan zurückdenken, wo das war, in welchem Studio, wie ja, die eigentlich ganz gut, ja, eigentlich ganz gut. Ich habe versucht, mich ein bisschen zu erinnern. Ich bin mit dem Fahrrad nach Langwitz gefahren, auf einer Route, die ich ganz gut kannte, über die Schlossstraße Steglitz, am Titania-Palast vorbei, der eine ziemlich große Rolle in meiner Jugendzeit hatte, und dann einfach am Bahnhof Steglitz vorbei, immer weiter nach Langwitz. Und als ich da um die Ecke bog mit meinem Fahrrad, hörte ich plötzlich eine Stimme vom Dach gegenüber. Da war die Kabine des Filmvorführers und der sagte, Guten Morgen, Herr Jacobi. Das war damals so verblüffend und überraschend für mich, dass ich mir gewünscht habe, der lebte noch und ich könnte ihn finden und mich nochmal bei ihm bedanken. Ich habe viel Zeit da oben in dieser sehr engen Kabine mit der Maschine verbracht, habe ihn sehr viel gelöchert und gefragt, weil mich das sehr interessierte und es hat ihn sehr gefreut. Aber ich glaube, den finden wir nicht mehr. Trotzdem sage ich jetzt Dankeschön. Das ist doch wunderbar, dass Sie noch so herzliche Erinnerungen an den Kollegen haben. Erinnern Sie sich auch noch an andere Schauspieler, mit denen Sie damals im Atelier standen? Ja, sehr. Ganz besonders an Eduard Wandrei, den ich sehr geschätzt habe, der aus dem Ensemble von Barlock war. Und da waren ja viele Schauspieler, die da synchronisiert haben. Und ich fand ihn unglaublich kräftig und natürlich und liebenswert. Der ist im Film als Captain Hook zu hören. Ja, richtig. Wunderbar. Ja. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Und ich erkannte wieder ein Mädchen, das bei den Rias-Kindern war, wo ich ja eigentlich hergekommen war.
Und dass ich noch ganz gut in Erinnerung habe, ich hatte mich, glaube ich, ein bisschen verknallt in sie. Und die Beziehung bestand daraus, dass ich sie immer mit der nächsten S-Bahn nach Hause begleitete und dann irgendwo ausgestiegen bin, um zurückzufahren und das Ganze nochmal oder immer wieder. Sehr schön. Wie war denn dieser Sprung von den Rias-Kindern? Sie haben es schon erwähnt, Sie haben dort im Rias-Kinderchor gesungen und auch kleine erste Hörspielerfahrungen schon als Kind gesammelt, noch zu Schulzeiten, dann zum Synchron. Wie war das für Sie? Ja, das war schon ein großer Schritt, ein gewaltiger Schritt, weil dieses, also das war ja ein amerikanischer Sender, der in einem Soldatensender, der in Berlin eröffnet hatte, und der hieß Rias Berlin, also Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlin. Erzählen Sie uns vielleicht noch mal kurz etwas zu den Erinnerungen, die Sie haben an die Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie für Peter Pan gemeinsam im Synchronstudio standen. Ja, ich war ganz überrascht, als ich da in dem Film eine Kollegin sah, die auch bei den Rias-Singekindern war, die mir sehr gefallen hat, imponiert hat, weil sie nicht so ein Piepsmädchen war. Ich mochte das nicht so gerne. Und die ganze Geschichte begann ja bei Rias. Dadurch, dass mich ein Mitschüler, ich war damals in der Waldschule, Waldoberschule in Berlin, der sagte, du sollst bitte nach dem, wenn du hier fertig bist, mal in die Musik Baracke kommen und der Musiklehrer will dir ein paar Fragen stellen. Bin ich hingegangen, ich hatte gar keine Lust, es war so heiß und schon die Schule war anstrengend und hatte gar keine Lust, da hinzugehen. Und dann sagte der, es geht, ist ganz, ganz kurz, nur ich würde gerne deine Stimme nochmal hören. Und ich bin Leiter diesen Chor da im Rias, also das weiß ich, habe ich gesagt. Und ich hätte dich gern dabei. Und da habe ich gefragt, wobei? Bei den Singekindern, habe ich gesagt, ich singe nicht. Aber er hat sie dann doch noch überzeugen können. Er hat mich dann noch überzeugt, aber ja. Und womit? Zwar. Entschuldigung. Womit hat er sie überzeugt? Sie wissen ja schon, worauf ich anspiele. Ja, ja. Er hat mich damit überzeugt, dass ich also sehr hartnäckig verweigert habe. Und eigentlich, wenn er sagte, ja, was machen wir jetzt? Nur die Schultern zuckte und nicht mehr antwortete. Und dann sagte er, ja, es gibt da im Rias in der Kantine, in der Messe, zu jeder Probe und zu jeder Aufnahme ein Essen in der Mensa mit den amerikanischen Soldaten, das sehr gut ist, wirklich sehr gut. Und ich habe einfach nur gesagt, ich singe. Also kann man grob verkürzt sagen, das Essen hat sie dann zum Rias und darüber zum Synchron gebracht. Ja, ja, kann man sagen. So ist es sehr kurz, aber ja, ja, kann man sagen. Also zum Rias bin ich auch nicht gekommen, ich hatte einen Vorgänger, der in den Stimmbruch gekommen war, was eigentlich tödlich war für die Besetzung, und der musste ausscheiden. Und sie hatten niemanden, und es war damals üblich, dass man aus dem großen Reservoir von Schauspielerkindern, also irgendjemand nahm, der den Eltern sicher am geeignetsten erschien, den mochten die aber nicht. Also der wurde nicht genommen, und haben sie so nachgedacht und geprüft und überlegt, und dann sagte einer, probier doch mal diesen Rothaarigen da aus, mir scheint, der ist ganz gescheit, der könnte das können, ja, und dann habe ich das einmal versucht und dann blieb ich das, ja. Da waren Sie 14. Ja. Und Peter Pan war dann mit 20. Ja. Was ist bis dahin passiert? Sie haben dann in verschiedenen Hörspielen beim Rias gesprochen? Naja, ja, das hat sich so ergeben, weil eben, weil die schon Erfahrung hatten, der ist ganz gescheit, der Junge, nicht so doof wie die meisten.
und wollten mich behalten. Und dann ging das so, dass mal ein anderer auch das hörte und sagte, ja, also du kannst bei mir auch ein Hörspiel machen und so. Es war, das habe ich neulich gefunden unter alten Fotos, das war ganz interessant. Ich bin mit der U-Bahn gefahren damals von Neuwestend zu dem Bahnhof, U-Bahnhof, das im ersten Stock war. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Gut, egal. Und das war also meine Dienstfahrt eigentlich jede Woche, zweimal. Und bin da ausgestiegen und der war total zerstört, dieser Bahnhof. Und ich erinnere mich, dass ganz nah beim Bahnhof auch noch ein Grab war mit, von einem deutschen Soldaten und so. Es war, diesen Bahnhof wiederzusehen, war sehr aufregend und ja, es war richtig Krieg. Jedes Mal, wenn ich dahin kam, habe ich das genau mir angeschaut. Der Rios war gar nicht weit, der war in der, auch das weiß ich jetzt nicht mehr. Das war in Schöneberg oder so? In Schöneberg war er, ja. Die Straße habe ich jetzt nicht im Kopf. Es war ja ein Soldatensender. Ja. Aber das heißt, ich höre da so raus, man kann sich vorstellen, Sie sind quasi durch ein stark zerstörtes Berlin jedes Mal gefahren und haben quasi den Krieg unmittelbar durch die Zerstörung immer wieder vor Augen. Immer vor Augen, ja. Mhm. Sie sind auch viel mit dem Rad gefahren, habe ich so rausgehört. Ja. Zu dem Synchrontermin. Ja, ja, auch da zu diesem Synchrontermin bin ich auch mit dem Rad gefahren. Und dann immer wieder und lange und oft. Und es hat ja oft geändert, die Situation, die über verschiedenen Studios, in verschiedenen Stadtteilen und so. Und das ist dann so geblieben, mit dem Rad gefahren. Wie war das für Sie als 20-Jähriger, so eine Hauptrolle in einem Walt Disney-Film zu spielen? Hat Ihnen das was bedeutet? Ja, natürlich. Das war schon sehr nah an diesen ersten Versuchen. Also es war nicht so überraschend, aber es war überhaupt nicht zu erwarten. Ich hab nicht geglaubt, dass ich das machen kann. Es war doch sehr neu, ja. Und anscheinend hat man ja bei Ihnen sehr schnell dieses Talent, dann auch synchronisieren zu können, diese sehr spezielle Form oder Technik des Schauspiels zu beherrschen, erkannt, sodass Sie dann auch weiter für Synchron eingesetzt werden. Ja, immer wieder, ja, erstaunlich. Ich höre immer wieder von Kollegen, dass es auch Schauspieler gibt, die überhaupt nicht synchronisieren können. Können Sie das auch aus Ihrer Berufserfahrung belegen? Also die tolle Schauspieler sind auf der Bühne, aber die kein Talent für Synchron haben. Ja, das gibt eine Geschichte, an die ich mich noch erinnere. Einen Kollegen, einen sehr guten alten Schauspieler, der geholt wurde, das zu versuchen. Und dort mit einer Kötterin zusammen haben sie vor den Bildern gestanden, die da projiziert wurden, und einen Anfang gesucht. Und sie hat ihn immer so, hat versucht, ihn zu motivieren, hat ihn dann auch auf die Schulter geklopft, jetzt oder so, hat ihm immer Zeichen geben wollen, um ihm zu helfen. Er hat aber selten reagiert. Und dann hat sie gefragt, sie haben wieder nicht reagiert, und was kann ich denn tun, damit das funktioniert? Und da hat er gesagt, der ist ja ganz schlecht. Er wollte den nicht sprechen, ja. Sehr schön. Ich komme nochmal zurück auf Peter Pan. Ja. Hatten Sie damals, 1953, selber auch schon andere Disney-Filme gesehen? War Ihnen das ein Begriff? Ja, es war mir ein Begriff, ja. Ja. Es war eigentlich, ich habe in mehrere kleine Rollen synchronisiert in Disney-Filmen, also zur Probe mal ausprobiert und so. Und zum Beispiel den kleinen Klopfer, werde ich nie vergessen. In Bambi. In Bambi, ja. Ich fand die
toll gemacht. Die Filme waren damals aufregend und schön und so. Was war noch mal Ihre Frage? Ob Sie schon Kontakt mit anderen Disney-Filmen hatten, die gesehen hatten, bevor Sie selber ja, dann ja, die Rolle hatten? Ja, das hatte ich schon, ja. Es blieb immer schwer, immer schwer. Waren sehr seltsame Menschen oft da, die einen eigentlich gar nicht motiviert haben. Mhm. Ich habe eine in Erinnerung, der immer so wehleidig, ganz desillusionierend sagte, wer spricht denn da? Das ist ja, oh Gott, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wer sind Sie denn? Ich sagte, ich bin Schüler in der Waldoberschule. Ja, was machen wir denn da? Das kann ich gar nicht brauchen. Also sehr enttäuschend war das, ja. Und haben Sie sich dann auch selber mal im Kino gehört, also in einer Synchronfassung, als Zuschauer? Später erst, ja, viel später, ja. Es war ja damals ziemlich anders, also die Vorbereitung auf so kleinen Filme oder Filme überhaupt war sehr aufregend, weil man dahin bestellt wurde. Und dann wurde das Skript gelesen. Gemeinsam las man das ganze Skript und sprach darüber. Und das war ganz neu. Und ich habe das dann auswendig gelernt, um sicherer zu sein. Ja. Das heißt, Sie haben die Bücher vorher nach Hause bekommen? Ja, nach Hause bekommen, ja, ja, ja. Das ist etwas, was aus heutiger Sicht als Luxus erscheint, ja, weil viele Synchronschauspieler zum Termin ins Atelier bestellt werden und die Bücher gar nicht kennen. Richtig, ja, richtig, ja, ja. Aber das ist spannend, vielleicht können Sie da noch ein bisschen mehr über diese Praxis zu der damaligen Zeit erzählen. Also Sie haben noch mit den Kollegen gemeinsam im Atelier aufgenommen, wenn Dialogszenen waren zum Beispiel, was heute auch nicht mehr gemacht wird. Nee, dass man gar nicht, leider gar nicht mehr. Ne? Ja. Und es gab auch noch Filmschlaufen, die tatsächlich von einem Vorführer eingelegt wurden. Es gab eigentlich eine sehr gute Hilfe, dieser Projektor, von dem ich da schon berichtet habe, der die Bilder projizierte, der hatte einen vorgegebenen Rhythmus, also das wurde so eingelegt, dass auf der Leinwand Zahlen erschienen. Mhm. Eins, zwei, drei. Und dann sagte sie vielleicht, Sie müssen dies auf vier beginnen. Gleich sofort, wenn Sie das Bild sehen und so. Ja. Naja, daran muss man sich gewöhnen. Das war hohe Konzentration. Aber es war schön. Ich habe es gerne gemacht. Gerne probieren. Und Sie sind ja dann auch dabei geblieben, haben viele Synchronrollen gemacht, neben den anderen Schauspieltätigkeiten, ja, die Sie gemacht haben. Mich würde noch mal interessieren, wie das heute für Sie ist, wenn Sie so einen Film wiedersehen. Peter Pan ist ja ein zeitloser Klassiker geworden. Ja. Das konnte man vielleicht 1953 so noch nicht erahnen. Nein, überhaupt nicht. Und auch, dass er für viele Generationen überhaupt wiederholt nicht werden würde. Nein, das konnte man gar nicht wissen. Wie geht es Ihnen heute damit, wenn Sie sehen, dass junge Menschen den Film das erste Mal entdecken mit ihrer Stimme? Das habe ich ja noch gar nicht erlebt. Nein? Ihre Frau hat mir so schön berichtet, dass Sie zum Beispiel neulich gemeinsam den Film zu dritt gesehen haben, ja, mit einer 21-Jährigen. Ja. Und dass sie auch entzückt war von ihrer Interpretation, dass sie auch entzückt war von ihrer Interpretation. Ich war ganz toll. Ich fand den Film sehr gut und ich war einverstanden mit dem, was ich da gemacht habe. Meine Frau hat dann zwischendrin gesagt, hast du aber Berlin hat. Naja, das war nicht so schlimm. Sie haben auch noch Bambi erwähnt, den kleinen Klopfer, den jungen Klopfer. Und Sie haben auch noch die männliche Hauptrolle gesprochen, den Roger in 101 Dalmatiner, Anfang der 60er Jahre. Ja, da habe ich keine guten Erinnerungen, weil ich da singen musste. Da wollte ich Sie drauf ansprechen, zum Beispiel das Lied von Cruella de Vil, dieser Bösen. Ja. Cruella de Vil, Die Pelzmäntel sammelt. Wie war das für Sie?
Also naja, neben dem Sprechen oder dem Schauspielern singen? Mir unheimlich peinlich. Ich habe ja nicht gesungen. Ich wollte ja auch nicht singen. Und das war sehr schwierig und ich fand es unheimlich peinlich und wollte das auch gar nicht hören. Nee, das hat mir nicht gefallen. Ja. Das ist ja bei Disney-Filmen oft ein integraler Bestandteil, ja, weil klar. Es Musicals sind. Ja, 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 bei ja. Peter Pan haben sie ja, nicht ja. gesungen, aber dann bei... Aber es war ein Musiker da, also ein bekannter, guter Mann, den ich aus dem Rias kannte. Und das war sehr schön, den zu haben, so neben sich. Und der war sehr... ein sehr guter Lehrer, ja. Das ging dann irgendwie. Wenn man jetzt mal von Disney auf ihre andere Synchronrollen schaut, dann ist da eine unglaublich große Bandbreite. Ja. Das sind sehr unterschiedliche Charaktere, die sie gespielt haben. Ja. Ich nenne nur ein paar mal. Also das ist ja eine breite Palette an ganz verschiedenen Figuren. Bei den Disney-Filmen sind es Menschen und Tiere. Sie haben unter anderem den Dr. Emmett Brown für Christopher Lloyd gesprochen, in Robert Zemeckis Zurück in die Zukunft, Back to the Future 1985. Ja. Haben Sie daran noch Erinnerungen? Ja, das war ein interessanter Film. Also ich habe den sehr gerne auch gesehen, aber es war sehr schwer, weil er meiner Meinung nach keine guten Bücher hatte. Also gut durchgeschriebenen Bücher. Es war üblich, also dass das Tempo aus finanziellen Gründen natürlich immer mehr anzog. Wir haben sehr lange gearbeitet und sehr viel und sehr anstrengend. Und also diese verkürzten, ins Deutsche verkürzten Texte waren so rasch und so schnell und so fordernd, dass ich das nicht gerne gemacht habe. Ne? Ihr Kollege Lutz Mackenzie, der dann in der Fortsetzung im zweiten und im dritten Teil dieser Reihe Zurück in die Zukunft die Rolle übernommen hat, hat verraten, dass Sie das nicht mehr weitermachen wollten, weil es Ihnen zu schnell war. Ja. Also Sie wollten die Figur abgeben. Ja, richtig, ja. Ja. Sie haben auch zum Beispiel in Milos Formans für Ragtime 1981 gesprochen. Das war ein toller Film, den habe ich sehr geliebt und jetzt leider habe ich den nie gesehen, den gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist eine Adaption von der deutschen Novelle Michael Kohlhaas. Das war ins Englische übersetzt und die Figur hieß Kohlhaas. Kohlhaas Walker Jr. Ja, ja. Es war ein Neger, also. Zum ersten Mal habe ich einen Farbigen da gesprochen. Hat das einen Unterschied gemacht? Für mich eigentlich gar nicht, nee. Ich war immer überrascht, dass sie zufrieden waren, weil die doch ein anderes Timbre haben und eine tiefere Stimme. Wurde oft ermahnt, ein bisschen erwachsener und tiefer und männlicher zu sein. Also, aber es war ein sehr guter Film, fand ich. Wenn ich mir so Ihre Synchronrollen anschaue, das ist eine große Vielfalt, eine hohe Bandbreite an ganz verschiedenen Schauspielern, für die Sie gesprochen haben. Ich nenne nur ein paar noch, also Jean Barrett in Krieg und Frieden beispielsweise, Alfred Lynch in 55 Tage in Peking, James Scully in Die Zeitmaschine, Jimmy Boyd in Wer den Wind sät oder auch Sam Mineo in Das gibt's nur in Amerika. Das sind ja ganz verschiedene Schauspieler, die auch ganz unterschiedliche Zugänge zu ihren Rollen gefunden haben. Ja, es wurde damals, eine Zeit lang, wurden sehr viele amerikanische Filme gedreht und eben auch synchronisiert. Und ich habe da sehr viele japanische Filme synchronisiert. Mhm. Ja. Und das war eine Zeit, in der ich auch in dieser Zeit sehr interessiert war. Und also ich glaube, auf Iwo Jima. Es gab einen berühmten japanischen Film über die Landungsaktion in Iwo Jima. Große Schlachten wurden da geschlagen, also eine ganz entscheidende. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Und ich habe oft Stunden in fremden Studios, in denen ich gar nicht sein durfte, die also so Kontrollen gemacht haben, die Filme nochmal korrigiert oder irgendwas. Und da habe ich gesessen und stundenlang diese Filme gesehen, weil das
mir auch half, mehr zu verstehen von den Hintergründen. Ja. Wie war das denn im Vergleich zum Englischen dann beispielsweise jetzt einen japanischen Film zu synchronisieren? Na, es war ja Deutsch. Man hatte ja dann Deutsch gesprochen. Ja, also von Japanischem habe ich nicht viel mitbekommen. Ne? Mhm. Sie haben den Originalton dann gar nicht gehört, oder? Doch, immer gehört, immer gehört. Das war üblich. Mhm. Lange Zeit war das üblich, dass das immer. Es war auch da eine große Geschwindigkeit. Ja. Der hatte also Kommandos, was er alles liefern musste, der Filmprojektor. Und das ging wahnsinnig schnell, dass es fortgesetzt wurde. Eine Ihrer Synchronparaderollen ist sicherlich der Sturmbahnführer Erik Dorf, gespielt von Michael Moriarty in der Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiss. Ja. 1978 im Fernsehen, eine historische Produktion, weil dieses Thema in dieser Breite fürs Fernsehen sehr aufwendig produziert wurde, was eine Kontroverse auch damals ausgelöst hat. Ja. Wie sind Sie an die Rolle rangegangen und wie sehen Sie heute, wenn Sie auf diese Rolle zurückkommen? Naja, die Rolle war, dass der Kollege, der das in Amerika synchronisiert hatte, den ich später kennengelernt habe und sehr geschätzt und geliebt habe, das war der Michael Moriarty, der, was wollte ich jetzt erzählen, ja, der mich verblüfft hat, weil ich, als ich ihn gesehen habe, dachte, wie ist der Mann auf die gleiche Idee gekommen, wie er diese Rolle, man sagt so landläufig im Schauspielhof, angelegt hat. Ja, das war so genau und richtig, wie ich fand, und ganz großartig. Er hat mehrere Preise bekommen und so. Ich habe die deutsche Fassung einfach synchronisiert und mir ging es auch so, dass ich sehr ergriffen war von dem, hauptsächlich natürlich, wie er das gespielt hatte, aber es war ganz wunderbar, dass er denselben Weg gesucht hatte, wie man die Rolle angehen muss und wie man das, wie weit man da gehen kann und so. Also er hat mir sehr imponiert. Und dann später, als wir einmal eingeladen wurden, über den Film zu sprechen, das kam dann leider nicht zustande, habe ich ihn nochmal so erlebt, also unglaublich konzentriert, sehr liebenswert, sehr professionell, also ein großes Vergnügen. Das war dadurch sehr aufregend, dass wir Teile des Films nochmal gesehen haben und ich habe ihn im Bild gesehen und habe auch uns beide gesehen, die, wie ich fand, unglaublich nah beieinander waren in der Art zu spielen und zu sprechen. Und er war unglaublich liebenswert, er war sehr krank schon und alt. Und es war eine große Lust, mit ihm zu reden und sich zu erinnern gemeinsam. Und sehr schön. Wir sind heute befreundet und es ist immer wieder toll, wenn ich ihn höre oder wenn ich mich erinnern kann an diese Zeit. Sehr schön. Holocaust hat Ende der 70er Jahre als Fernsehserie auch eine Kontroverse ausgelöst. Darf man dieses Thema so zeigen, wie es gemacht wurde als amerikanische Fernsehserie? Ja, ich habe da eine persönliche Meinung. Ich fand es nicht gut und fand es eigentlich, ich sage es ganz grob und ehrlich, kitschig. Also mir hat der Film nicht gefallen. Aber trotzdem war es wichtig, ihn zu machen, glaube ich. Und also was heute viele Menschen nicht mehr wahrhaben wollen, das war immerhin sehr deutlich, die ganze KZ-Ebene, die mich lange Zeit beschäftigt hat. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe damals die Tagebücher von Max Frisch gelesen, der in amerikanischer Uniform die Bundesrepublik, oder was damals also Deutschland war, bereist hat und berichten sollte darüber.
und so. Und er hatte einen Satz geschrieben, den ich blitzartig aufgenommen habe und behalten habe. Ich musste gar nicht wieder nachdenken oder so, der mich mein Leben lang verfolgt hat und geprägt hat eigentlich. Der Satz war, zwar meinen viele, das Geschehene zu kennen und wie sie sagen, zu Genüge. Aber einmal, so meine ich, muss einen das Entsetzen erreichen, sonst gibt es kein Weiter. Und das, dieser Satz, kein Weiter, der hat mich auch sehr lange beschäftigt, weil ich hatte das Gefühl, mein Leben ist mit dem Kriegsende zu Ende. Da kommt nichts Gutes mehr, da kommt nur noch Bestrafung, Rache und irgend sowas. Ja, also das war für mich vollkommen klar, dass das kein gutes Ende für mich nimmt. Ja. Sie haben das sehr eindrücklich, wie ich finde, in Ihrer Autobiografie, geboren 33, geschildert. Darauf möchte ich gerne gleich auch noch ausführlicher darauf zurückkommen. Sie haben mir jetzt schon ein Stichwort gegeben, nämlich auch natürlich diese Behandlung des Themas Holocaust in verschiedenen Rollen. Ich habe das Gefühl, dass in Ihrer Filmografie, wenn wir jetzt ein bisschen vom Synchron weggehen, das auch ein Thema ist, was immer wiederkehrt. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Ja, richtig. Ja. Ich will nur mal drei Auftritte kurz herausheben. Also vielleicht mit Abstand sicherlich der bekannteste Auftritt ist wohl in der Blechtrommel-Verfilmung, ja, ja. Volker Schlöndorffs Film. Mhm. Da sind wir jetzt in einer ähnlichen Zeit, Ende der 70er Jahre. Und da spielen Sie den Gauamtsleiter Löbsack. Ja. Eine Figur, die ja in meiner Wahrnehmung so slapstickhaft, fast clownesk überzeichnet ist in ihrem Auftritt. Sehr, fast schreiend, überartikulierend, aber immer lächelnd, mit so glühendem politischen Eifer. Er schreit da ja auf bei einem Aufmarsch auf der Maiwiese, bei einer Großkundgebung, hält eine flammende politische Rede und die Versammlung, die löst sich dann erst durch einen Sturzregen auf, ja, nachdem aus einem Marsch ein Walzer geworden ist. Ja, ja, das hat mich sehr verfolgt und lange ein Thema geblieben, wo ich dachte, schade, dass das niemand nochmal oder besser aufgenommen hat, weil ich das ganz toll fand. Leider war es nur ein Film und war es nur eine Erfindung, aber eine sehr, sehr gute. Diese Marschmusik, dass sich das so auflöst, ja, toll, war wunderbar. Und ich habe mich auch persönlich wahnsinnig richtig geärgert über diesen Platzregen, der eigentlich alles verdarb, was ich mir vorgenommen hatte. Also ich konnte auch gar nicht mehr weiter und habe wütend mit Dreck geschmissen und so. Es war aber schön. Ich fand die Rolle gut. Ja. Wie sind Sie da rangegangen, diese Figur anzusehen? Naja, es war der Kameramann Igor Luther war sehr gut und ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass wir vor dem ersten Dreh einen langen Spaziergang zu dritt gemacht haben und uns unterhalten haben, was da, wie das sein sollte und so weiter. Und es ist ja schief gegangen. Diese Take ist ja total verdorben worden durch irgendjemanden, genau, der den Film die Büchse aufgemacht hat. Das müssen Sie nochmal erzählen, für die, die das noch nicht gehört haben. Das ist, glaube ich, auch die Erklärung, warum der Anfang dieser Sequenz so rotstichig ist. Ja, ist vollkommen verdorben. Was ist da passiert? Da hat irgendjemand neugierig geguckt, was ist denn in dieser Büchse drin? Und eine Art kürzester Belichtung verdirbt alles. Ja. Das Negativ war dann beschädigt. Ja, und es hatte große Folgen, weil sie das nochmal machen wollten, mussten. Ja. War technisch fast unmöglich. Wir haben das in Zagreb also gedreht mit Kompasserie aus den Ortschaften da rundherum. Und die waren nach dem Dreh alle in Urlaub gefahren. Die waren nicht wieder zu finden. Ja? Und die haben wahnsinnig gesucht, und so, um das irgendwie zu reparieren. Und haben dann sich einfach entschieden, das rotstechig zu lassen und so mit einem Trick da zu arbeiten, dass man das nicht so sehr bemerkt. Ja? Aber es war sehr schade. Ich habe es also zweimal gedreht. Ja?
im Gesamtbild fällt es gar nicht so sehr auf, weil ich finde, Schöndorf hat es dann doch gut gerettet, wenn man so möchte, weil er ja oft auch mit historischem Archivmaterial in der Montage arbeitet. Und man hat erst den Eindruck, man wird so über eine Art historisches Archivmaterial in die Szene reingenommen. Es gibt noch eine kleine Geschichte, wenn ich die noch einwerfen darf. Da war ein italienischer Maskenbildner. Ich hätte den Namen eigentlich sagen müssen können, aber komme im Moment nicht drauf. Der erschien in dem Maskenraum mit einem großen Equipment von Utensilien, die er alle brauchte, um nach meiner Mahnung zu malen, zu skizzieren im Gesicht, also sich vorzustellen, wie er die Figur verstärken oder verändern könnte und wie er da vorgehen sollte. Ich war fasziniert von seiner Arbeit, ganz toll, ganz toll. Und es war sehr heiß, in Zagreb haben wir das gedreht, und es kamen ununterbrochen Leute, die also dafür sorgten, dass die Leute nicht so verschwitzt aussahen und nicht so verwässert. Und zu mir kam also auch jemand mit einem Lederlappen und hat diese herrliche Arbeit, die er da gemacht hat, so ein, zwei, drei Mal über das Gesicht und weg war sie. Das hat mir sehr leid, aber es war, ja. Haben Sie bei den Dreharbeiten schon geahnt, dass das so ein Welterfolg werden könnte, bis hin dann zum Academy Award, zum Oscar für den besten franzsprachigen Film, für die Blechtrommel? Nee, gar nicht. Gar nicht, nein. Nein. Ich habe die Rolle gerne gespielt. Ich fand diese Rede als Rede ganz gut geschrieben und dieses sich Wenden an so bestimmte Volksstämme, die er da aufgerufen hat, und ich fand die Rede auch ganz gut. Ich habe gerade wieder ein Bild in der Hand gehabt von Schöndorf und mir, weil wir ja den ersten Abend zusammen verbracht hatten und so und uns eigentlich ganz gut verstanden haben. Haben Sie noch Kontakt zu Schöndorf? Bitte? Haben Sie noch Kontakt zu Herrn Schöndorf? Nein, sind Sie noch in Verbindung? Gar nicht, nein, gar nicht mehr. Nein. Und wie war die Arbeit mit den anderen großen Schauspielern? Also sehr gut fand ich der Vater vom kleinen, von dem kleinen Trommler. Oscar. Ja, weiß ich, komme ich immer nicht darauf. Ja. Nicht Mario Adolf. Nee, aber mit ihm habe ich mich auch sehr gut verstanden, ja. Wir haben mehrmals in der Zeit zusammengedreht, kurze Sachen. Eine ganz andere Rolle, aber ein ähnliches Thema und für mich eine ihrer eindrücklichsten Rollen ist die Figur des Hans in Deutschland gleiche Mutter von Helmer Sondersbrauß. Ja. Da werden Sie gleich zu Beginn des Films eingeführt als Figur, dass Sie denn nicht Nazi sind, neben Ihrem Freund im Ruderboot, und das ist der glühende Parteianhänger der Nazi. Eine ganz anders angelegte Figur. Ja. Und ich finde, das zeigt auch sehr schön, wie groß ihre Bandbreite ist bei diesem schweren Überthema, was immer wieder in ihrem Gesamtwerk vorkommt. Haben Sie noch Erinnerungen an diese Rolle? Sehr wenig, sehr wenig. Ich habe es gern gespielt. Also ich fand es sehr gut. Gut, sage ich als Schauspieler, um es zu spielen. Also man fand einen Weg, wie man das darstellt am besten, denke ich. Ja. Ich möchte noch eine frühe Rolle von Ihnen ansprechen, nämlich am Tag, als der Regen kam. Ja, ach. Gerd Oswald, 1959. Ja. Da spielen Sie so einen jugendlichen, Draufgänger, Fritz, der eigentlich auf dem Bau arbeitet, aber heimlich bei einem Auto- und einem Raubüberfall auch mithilft und dann im Rahmen einer Bande tätig wird. Ja, richtig, ja. Haben Sie da noch Erinnerungen? Wie habe ich ziemlich intensive Erinnerungen, weil diese Figur, die Sie da ansprechen, wurde ein Mädchen in dem Film. Genau. Ja. Am Anfang treten sie nämlich in Frauenkleidern auf. Ja,
Ja. Und das hat mir großen Spaß gemacht und war ein voller Erfolg bei den Damen und bei den Komparsen und allen, die da anwesend waren. Die fanden das toll, wie ich das gespielt habe. War das das einzige Mal? Nee, gab immer wieder sowas, ja. Ja. Aber es hat mir Spaß gemacht, ja. Es gibt ja noch andere Filme in der Zeit, wo die Jugendlichen ähnlich dargestellt werden. Und Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch sehr schön mit der, ich sag jetzt mal, Arbeitsfreundschaft mit Horst Buchholz. Ja, na, Vorsicht, ja. Sie haben sich dann Jahrzehnte später nochmal wieder getroffen und ja. Er hat ein sehr gütiges Urteil gefällt, ja. Über das Sie überrascht waren. Können Sie ein bisschen davon erzählen? Wie war das mit Horst Buchholz? Ja, also das Verhältnis war natürlich gar nicht gut, weil er jetzt mal ganz klipp und klar und deutlich gesagt, weil er in besseren Händen war für den Beruf, also wurde von vielen Leuten unterstützt und geführt und seine Karriere kann man sehr gut nachverfolgen, wer wo gedreht hat, damit er das wurde, was er wurde. Und er hat eigentlich alles... Wir haben sehr oft konkurriert, so beim Probesprechen und so. Und immer hat er die Rollen bekommen, die immer, immer. Und das Verhältnis war nicht so richtig gut. Also ich habe nur einmal, habe ich ihn am Hallensee getroffen und da war er in einem BMW, Sportwagen saß er und ich hab eigentlich nur fragen wollen, wie hast du denn das gemacht? Ja, habe aber diese Frage nicht gestellt, konnte ich gar nicht. Habe nur dumm gefragt, wie viel macht denn der? Ja, also ganz dämlich geantwortet, ja. Hat mich wahnsinnig überrascht, weil jetzt wurde plötzlich ein ganz anderer Mensch. Ja. Also ich höre so ein bisschen Neid heraus. Auch stimmt, ja, natürlich. Weil er konnte wirklich alles, ja. Wie auch die anderen es beurteilt haben. Also Sie hätten als Jugendlicher, junger Erwachsener dann auch gerne diese Karriere von Horst Buchholz gehabt? Nein, ich hatte keine Vorstellung, was er wird mit mir oder so, habe ich nicht. Es war nur ärgerlich, dass er immer der Sieger war und nicht. Bis auf diesen letzten Satz, den er in dem Buch gesagt hat. Also er lebte in einer Straße, wo ich wohnte, also da war ein Hotel, das viel benutzt wurde für Schauspieler und so. Da wohnte er und wir trafen zufällig vor einem Café zusammen und er sagte, ich habe eigentlich keine Zeit, aber lass uns schnell einen Kaffee trinken. Ja. So viel Zeit habe ich. Und das war ein sehr kurzes Gespräch. Also, aber zu meiner großen Überraschung hat er es beendet mit dem Satz, aus dir ist ein guter Schauspieler. Das war Ihre letzte Begegnung? Bitte? Das war Ihre letzte Begegnung? Ja, letzte. Ja. Kurz danach ist er gestorben, ja. Und er war sehr heruntergekommen und klapperte mit den Zähnen, während er sprach. Ja, so. So. Seltsam, eigentlich am Ende, richtig kaputt. Ja. Wenn wir nochmal zurückgehen in die 50er Jahre und diese jugendlichen Rollen, da gibt es auch noch eine Konkurrenzgeschichte bei den Halbstarken. Ja. Wie ist das ausgegangen? Sehr übel. Können Sie uns das nochmal erzählen? Sie beschreiben es sehr anschaulich in Ihrem Buch. Naja, das wird eine lange Geschichte. Wahrscheinlich muss man die teilen oder sowas. Oder gar nicht erzählen. Ich weiß es nicht. Ich finde sie insofern interessant, weil sie uns auch nochmal zum Thema Synchron zurückbringt. Naja, ich hatte einen Vertrag mit der
Firma, die Halbschlagen gedreht hat. Und ich war in der allernächsten Auswahl, so für eine längere Zeit, eigentlich hauptsächlich ganz simpel darauf hin, dass ich eine Parka hatte. Das musste jeder haben, der in dem Film spielen wollte. Und möglichst selbst und passend und so weiter, ja. Ja, und als der Film zu meinem großen Erstaunen irgendwann beendet wurde, mir wurde nie etwas mitgeteilt, nie, ich habe nie eine Nachricht bekommen, warum es nicht weitergeht, warum ich überhaupt nicht vorkomme, warum niemand, so synchron und so wurde ja über alles geredet und so. Und dann sagte irgendjemand plötzlich zu mir, na, wie war der Dreh gestern Abend und so. Und da sage ich, ich habe nicht gedreht. Was? Na, die haben doch alle gedreht, gestern am Wannsee und so. Und ich war nie dabei. Ich wusste nicht, warum. Naja, und es kam dann zu einer Auseinandersetzung, weil ich einen in dem Filmmetier beschlagenen Menschen getroffen habe und dem davon erzählt habe. Und er hat mir versprochen, mir zu helfen, ja, und das sah sehr komisch aus. Wir haben also, er hat für mich gekämpft, nachdem er anfangs gesagt habe, sagen Sie mal, wollen Sie eine Filmfirma verklagen? Sag ich, ja, natürlich. Ich habe einen Vertrag und die zahlen den nicht aus, ja, weil ich habe den Anspruch. Ja. Naja, und dann hat er mir quasi geholfen, indem er eines Tages sagte, Jacobi, wir haben es geschafft. Und dann sage ich, aha, was heißt denn das? Ja, also, Sie kriegen das Geld, ja, Sie müssen aber dafür arbeiten. Wie, habe ich gesagt. Na, die Rolle, die Sie hätten spielen sollen, die wird jetzt synchronisiert und die, am Montag können Sie damit anfangen, diese winzige Rolle da, die eh eine Zumutung war, zu synchronisieren. Das war schlimm eigentlich. Ja. Sind Sie dann mit einem richtigen Groll an die Arbeit rangegangen, weil Sie hätten die Rolle ja gerne spielen wollen, aber... Ach nee, eigentlich nicht. Nein, es war ja gar keine Rolle. Es war einfach irgendjemand, den Sie noch brauchten und der durfte nicht Jacobi heißen. Ich habe mal eine Rolle rausgesucht, ja, wo Sie sich selbst synchronisiert haben. Wir haben schon über viele Rollen gesprochen, wo Sie andere Figuren und andere Schauspieler synchronisiert haben. Und zwar in Gero Erhards Ein Mann gibt nicht auf, ein Ombra del Passato aus dem Jahr 2000. Das ist damals unter der Synchronregie und dem Dialogbuch von Marina Köhler für die Johannisthal-Synchron in Berlin entstanden. Ja. Wie war das denn für Sie, sich selbst zu synchronisieren, im Vergleich zu anderen Schauspielern? Ich habe das gerne gemacht, weil ich das dachte, ich kann das. Also die Figur liegt mir und das kann ich ausdrücken und das ist in Ordnung. Ja. Lust hatte ich keine, also das ist ja keine Aufgabe, sich selbst. Wäre das einfacher gewesen, man hätte einfach den Setton genommen? Ja, denke ich. Ja. Oder Ihnen lieber gewesen? Auch möglich, ja. Auch kann man besser sagen, so, ja. Kann man, das war, was ich mich gefragt habe, kann man von sich selber besser abnehmen, besser synchronisieren als einen fremden Schauspieler oder ist es eher eine Qual, sich selbst zu synchronisieren? Na, es ist insofern was Besonderes, weil man, ich weiß nicht, ob Sie das oder wie ich das umsetzen soll, damit es mal verständlich ist, man fällt auf sich selbst rein, weil Synchron ist auch eine Falle, ja, man ist zu früh oder zu spät oder man ist also nicht der, der man sein oder der man war. Das hat mich immer wahnsinnig geärgert, dass ich den falschen Anfang genommen habe, den ich noch im Kopf hatte, aber es passte nicht, ja. Ich möchte unbedingt noch auf eine Rolle zu sprechen kommen, in der Sie auch nur zu hören sind, nur in großen Anführungszeichen. Ja. Es ist eine Rolle, die, wie ich finde, ganz wunderbar Ihre Stimmung zur Geltung kommen lässt, Ihre Stimme und Stimmung, die Sie darüber transportieren, eine hohe, raue, feine Stimme mit so vielen Nuancen. In dieser Rolle klingt sie ein bisschen belegt.
Es ist der Erzähler in das weiße Band von Michael Haneke aus dem Jahr 2009. Ja. Die Stimme des alten Lehrers. Ja. Haben Sie noch Erinnerungen an diese Arbeit? Wie kam es dazu? Na, natürlich. Das hat zwar einen ganz schlimmen Anfang, weil er mich zu einer Zeit gefragt hat, wo ich schon mehrfach darauf gehofft habe, dass ich vorkomme in seinen Überlegungen, und da hat er nicht gefragt. Und dann kam er mit einer wirklichen Furzrolle, ja. Jemand, der einmal so durchs Bild ging, ja. Und da habe ich ihm abgesagt. Sie haben mir verraten, dass Sie nicht nur in der deutschen Fassung, sondern auch in der internationalen Fassung diesen Erzähler sprechen. Ja. Wie kam es dazu und wie sind Sie dann nochmal daran gegangen, das auf Englisch zu sprechen? Naja, die Geschichte ist ganz einfach, weil die haben sich eine Zeit lang gestritten, verschiedene wichtige Menschen, wie man das synchronisiert und wie man das Deutsch da verwendet oder gar nicht verwendet und so. Und sie haben sich dann dafür entschieden, die Rolle von einem Deutschen Deutsch sprechen zu lassen, aber eine englische Version von Deutsch, ja, also jemand, der gut Englisch spricht. Und meine Frau hat in dieser Zeit eine Englischlehrerin gehabt, die ich auch sehr schätzte. Und die hat sie gefragt, ob sie mich coachen würde für diesen Film. Und das hat gut geklappt. Wir haben fleißig gearbeitet und ich habe dann irgendwann mal den Haneke gefragt, ich habe nie wieder was gehört über den Film, über diese Koordination. Und dann hat er ganz verwundert gesagt, was, die haben das Ihnen nicht weitergesagt, dass Sie sehr glücklich waren und dass es toll war. Nee, ich habe nie mehr was gehört. Ja. Wie ist das denn generell so? Wie erreichen Sie die Reaktion, wenn Sie in Filmen mitspielen? Bekommen Sie Zuschriften? Melden sich die Sender bei Ihnen, melden sich die Regisseure wieder bei Ihnen oder Schauspielkollegen? Oder ist es doch eher einsam, dass man alleine ist mit den Arbeiten? Oder wie verhält es sich mit dem Austausch? Es ist fast immer irgendein jemand dahinter, der einen schon kennt oder eine Firma, die schon mal irgendwie zufrieden war. Nee, es ist eigentlich sehr locker. Also man versteht es sehr oft nicht. Und heute ist es ja üblich, dass man gefragt wird und antwortet und daraufhin keine Antwort bekommt. Gut, dann würde ich ganz gern auf Ihre Autobiografie zu sprechen kommen. Ja, gerne. Geboren 33. Mhm. Das ist ja schon ein sehr programmatischer Titel. Ja. Wie kam es überhaupt zu diesem Buch? Ganz einfach, da steht auch in dem Buch ganz vorne drin, dass sie zu mir irgendwann gesagt hat, ich weiß so wenig von dir und du schreibst ja, also schreib doch mal etwas auf. Ich weiß gar nichts, eigentlich weiß ich gar nichts über dich. Schreib mir doch bitte etwas auf. Und damit begann ein Martyrium für sie von 7 Jahren, dass der immer hier oben an dem Tisch da sitzt und nicht mehr auftaucht, nirgends, ja. Also Ihre Frau war unansprechbar. War sehr sauer, sehr. Nie wieder machst du sowas, hat sie gesagt, mit mir. Nie wieder. 7 Jahre und Sie haben das selbst geschrieben, was ja alles andere als selbstverständlich ist für einen Star. Nee, es war harte Arbeit, ja. Und natürlich in verschiedener, was ist harte Arbeit? In verschiedener Hinsicht, es fängt damit an, dass man in der Regel gar nichts weiß, ja. Man weiß überhaupt nicht, was, wer warst du, wo, wie, wann, was und was wolltest du. Und also ich hätte gar nichts sagen können, bis man dann auf irgendeine Schnittstelle stößt und denkt, ach ja, das war interessant oder so. Ja. Und doch schreiben Sie an einer Stelle, wenn man möchte, erinnert man sich an sehr viel. Ja. Ja. War das auch ein analytischer Prozess für Sie, selber nochmal in die Vergangenheit zu blicken und das in eine Buchform zu bringen? Naja, ich hatte ein Problem, das kommt, denke ich, auch in dem Buch zum Ausdruck, mit meiner Mutter, ich hatte wirklich, darf ich so behaupten, das Gefühl,
dass sie, also das war die härteste Form meiner Vermutung, dass sie mich gar nicht wollte, dass sie die Geburt verhindern wollte. Also das, sie wollte das nicht und also wollte schon gar keinen Sohn haben. Ja, also das war für mich bald klar, dass das nicht glücklich enden kann. Ja. Ich finde, Sie finden sehr viele eindrückliche Bilder in diesem Buch, sehr starke, oft auf mich gewaltvoll wirkende Bilder mit Erfahrungen, die Sie gemacht haben, gerade auch in der Zeit ab 33, geboren 33, bis zum Kriegsende. Darf ich das noch bitte mal korrigieren? Gerne. Ich habe einen Titel gesucht, der zutreffend sein sollte, aber auch richtig. Ich wollte eigentlich gar nicht so ausführlich werden, wie es dann geworden ist, aber ich wollte einen Titel haben, der das Geringste über einen Menschen sagen kann, was man überhaupt sagen kann. Ja? Er hat gelebt und zwar von da bis da. Und doch ist ja 33 in der deutschen Geschichte ein wichtiger Punkt. Ja, ein wichtiger Punkt, klar. Schon der Einstieg hat mich gefesselt, Ihre Geburt, wie Sie Ihre Geburt beschreiben. Sie haben das etwas offen gelassen und ich hoffe, Sie erlauben mir die Nachfrage, ja, wenn ich versuche, ja, das bitte etwas zu explizieren. Ja. Es klingt so, als ob Sie uneindeutig auf die Welt gekommen wären, als ob man sich festlegen musste auf ein Geschlecht und etwas weggeschnitten wurde. Es blieb eine Narbe in der Brust und ich zitiere, ein Arzt soll meiner Mutter dann zu blau geraten haben. Ja. Also kann man sagen, es war eine Art von beiden Manipulation irgendwie angelegt? Ja, ja, ja. Ich habe lange Zeit geglaubt, es ist wie in einer Art Zwitter, ja, oder so, ja. Und diese Zwittergeburt, die ganz am Anfang steht, wie setzen Sie die ins Verhältnis zu den späteren Rollen, die Sie gespielt haben? Kann es sein, dass man so etwas nochmal hervorholen kann? Also dass Männliches und Weibliches in einem angelegt ist? Möglich. Möglich. Kann ich nicht besser beantworten eigentlich. Weiß ich nicht. Es war aber sehr deutlich. Weil also meine Mutter hatte ja zwei Kinder, nicht eine, meine Halbschwester und mich. Und die haben beide Selbstmord gemacht. Und waren sehr problematische Kinder in der Erziehung. Und meine Schwester hat sehr darunter gelitten, dass sie in der Schule nicht antworten konnte, wie sie heißt. Ja, das hat sie vermieden, wenn es irgend ging. Ja. Also für sie war das viel schwerer als für mich, bin ich der Meinung. Ich habe das Gefühl, dass dieses Thema der NS-Zeit auch ein roter Faden in vielen Rollen ist, die Sie später gespielt haben. Und ich habe mich gefragt, inwieweit Sie selber eben durch diese Prägung ab der frühen Kindheit an auch durch Ihre Rollen diese Zeit wieder aufgearbeitet haben. Also eine Antwort heißt, es war sehr schwer, das Buch zu schreiben, also rein erinnerungstechnisch, weil man ganz schwer herankommt an die schwierigen Dinge, dass man sie schwer zulässt, ja, über lange Zeit, bis man sich traut, das so zu schreiben. Und es ist ein weiter Bereich, in dem man fündig wird und erschrecken kann. Ja. Da habe ich mich oft gefragt, was ist da vorgegangen? Also nehmen wir mal nur eine einfache Antwort. Ich habe mich immer wieder fragen müssen, wenn wir in der Hitlerjugend gesungen haben oder gegrölt haben, irgendwelche Lieder auf Befehl, dass ich gesungen haben muss, soll,
Köpfe rollen, Juden heulen, die SA marschiert, Marxisten an die Wand. Und da hast du dir nichts bei gedacht. Das kann doch nicht sein. Es war lange Zeit eine Frage. Wie ist das möglich? Warum stolpert man nicht darüber und sagt, nö, das sehe ich nicht. Sie haben auch noch eine andere Stelle im Buch, wo Sie darüber schreiben, naja, wie eine Art Flucht ins Unheilvolle angetreten wird. Also dass Lieder wie Die Blümelein, sie schlafen oder Kein schöner Land in dieser Zeit gesungen werden. Ja. Und es liest sich so, als ob die Sprache auf einmal völlig verdorben war. Also dass man der Sprache nicht mehr trauen konnte. Weil ja, das habe ich so empfunden, ja. Ja. Ich habe das auch nicht verstanden, wie das möglich war. Dass also Frauen mussten ja in der Rüstung arbeiten, ja. Aber dass sie dann auf dieses Kinderliedchen verfallen sind, hat mich sehr gewundert. Habe ich nie mit meiner Mutter drüber gesprochen. War das nicht auch ein schwieriger Ausgangspunkt, nach Kriegsende mit dieser Sprache dann Schau zu spielen? Es war eigentlich alles sehr schwierig. Also ich wollte ja wirklich nicht mehr leben. Also das muss man ganz ernst nehmen, wenn man den Dingen nachgeht. Was hast du denn da wirklich gemacht? Und ich weiß das noch sehr genau, was ich veranstaltet habe und wie ich es veranstaltet und was ich mir überlegt habe und so, dass man sich nicht lächerlich macht, ja, so. Weil das wird ja gerne benutzt, ja, gegen jemanden. Sie schreiben im Buch auch in einem, wie ich finde, sehr eindrücklichen Bild, dass da ein Depot sich ansammelt, das ein Leben lang bleibt. Also gerade aus dieser Zeit, das sind vermutlich auch Erinnerungen, die man nie wieder los wird, ja. Nicht mehr loswerden kann. Nee, richtig, ja. Es gibt so merkwürdige Zutreffen, also Punkte, die, wo ich denke, auch ähnlich wie mit dem Lied, das ich da eben erwähnt habe, ich lebte ja in der Nähe von Weimar, ohne es wirklich aufzunehmen, ja. Das war gar nicht weit von Kaltennordheim. Ja, da war das KZ oben. Ja. Es gibt ein Buch von einem Spanier, der so ähnlich ist wie der junge Mann, der eine Zeit lang Goethes Begleiter war, Freund, Gesprächspartner und so, wo sie in der Nähe von Weimar, da oben war ja das KZ, dort diesen Spaziergang quasi wiederholt haben. Ja. Und es hätte eigentlich, wenn ich jetzt davon spreche, die einzige Folge sein können, dieses Gesprächs, dass man wirklich darüber redet. Ja. Und das hat auch nicht stattgefunden, das Gespräch. Also es war alles sehr viel schwieriger, als ich dachte. Es war vieles vergraben, aber mutwillig vergraben, ja. Denke, so habe ich es empfunden. Vor dem Hintergrund des Krieges, der zu Ende war, der verloren war, beschreiben Sie, wie Sie ins Kino gehen, in Trümmern, wie Sie erste Schauspielerfahrungen sammeln, so eine Initiation haben und auch erste Filmerfahrungen sammeln. Wie war das, in dieser Umgebung aufzutreten? Oder ins Kino zu gehen, ins Theater zu gehen. Ich stelle mir das etwas unwirklich vor. Na, ich drücke es mal ein bisschen frecher aus. Es war eigentlich vieles unfassbar, weil ich das gar nicht mehr vorstellen konnte, dass ich das war, ja. Der da bestimmte Dinge gemacht, also die Einweihung der Seitenmesser oder so mit den jungen Tauben. Ich habe ja auch geschrieben, ich schäme mich dafür. Das war über die Hitlerjugend nah. Also das habe ich ja auch geschrieben mit einem sehr lapidaren Satz. Ins Pfarrhaus kamen Uniformen,
die schickte ja wer, ja? Also mein Vater zum Beispiel. Ja? Also das wurde ja alles gesteuert und ohne dass ich es merkte, gesteuert. Ja? Also ich bin da, überall habe ich den entscheidenden Stups bekommen, ja? Mich da festzulegen. Ja? Also ich habe viele Sachen nicht kapiert und übersprungen und es war keine gute Erinnerungszeit. Gar keine. Ich habe das Gefühl gehabt beim Lesen Ihres Buches, dass Sie das ins Positive gewendet haben, diese Erfahrung, diese schrecklichen Erfahrungen aus der Kriegszeit und auch den ersten Nachkriegsjahren und ganz viel Energie gewonnen haben, um eine künstlerische Freiheit auch zu finden, ja. Eine Unabhängigkeit. Stimmt, ja, das ist richtig, ja. Ja, wie soll ich es besser ausdrücken? Nochmal sagen, ja. Zum Beispiel, sich nicht dauerhaft an ein Haus zu binden oder an einen Regisseur zu binden, ja. Unabhängig zu sein, ja, auch Angebote abzulehnen, ja. Und in Kauf zu nehmen, dass man vielleicht damit nicht der Beliebteste und der Gefragteste ist, aber Rollen spielt, hinter denen man eher steht, als wenn man alles machen würde. Richtig, sehr gut formuliert. Ist richtig, so war es, ja. Und Sie haben ja an den größten Häusern gearbeitet, am Deutschen Schauspielhaus, an den Münchner Kammerspielen, Sie waren am Wiener Burgtheater, Sie waren am Zürcher Schauspielhaus. Ist da ein Traum in Erfüllung gegangen, von dem Sie als Jugendlicher gar nicht zu träumen wagten, den Sie gar nicht hatten in der Rückschau? Ich hatte den Traum überhaupt nicht, nein, das ist richtig. Das habe ich selber ja schon mal vorhin angedeutet. Also das hat sich spät herausgestellt, zu spät, aber ich hatte von einem Zeitpunkt an die klare Vorstellung, ich werde Baumgärtner, ja, also Fachmann für Baumoperationen, ja, das wollte ich wirklich werden, ja. Und das alles andere war Pipifax, ja, dummes Zeug. Sie haben in einem anderen Interview gesagt, auf die Frage, was ist Heimat? Wald. Und Sie haben von einer sehr engen Verbundenheit mit der Natur gesprochen und auch mit Tieren. Also der Wald ist wirklich ganz ernst zu nehmen. Ich habe mich im Wald immer behütet gefühlt, immer wohl gefühlt und immer die Verbindung zu Bäumen gesucht. Also der Wald war für mich immer das bekannte Gelände und die große Freiheit, ja. Weil ich bin als Junge sehr viel von den Pfarrersfamilien da in die Gegend geschickt worden, um entweder Pilze zu sammeln oder weiß ich nicht, im Herbst irgendwelche Nussarten und irgendwelche Früchte, die man dann eingemacht wurden und so weiter. Also ich war sehr, sehr viel unterwegs. Ja. Also das war wirklich ernst, das kann man ernst nehmen. Der Wald war für mich ganz wichtig. Und ich hatte nie Angst im Wald. Nie. Es gibt ja diesen schönen deutschen Begriff Waldeinsamkeit. Trifft er auf Sie zu? Na, eher kann ich es etwas kitschiger ausdrücken, was ich meine. Der ungeliebte Nachkomme hatte einen Raum entdeckt, von dem er glaubte, er wird angenommen. Ja. Um nochmal auf Ihr Schauspiel zurückzukommen, was uns in Frankfurt natürlich auch interessiert und unsere Zuschauer in Frankfurt ist, Sie haben auch in Frankfurt gespielt, waren auch in den 70er Jahren mal am Schauspiel Frankfurt engagiert. Ja. Können Sie ein bisschen was dazu erzählen? Wann waren Sie in Frankfurt? Wie waren die Umstände? Sie haben es vorhin auch schon mal angerissen, es ging schon in den 50ern los das erste Mal. Also das war eine ganz unglückliche Zeit, weil das eine unfaire Annäherung war. Also der damalige Kulturreferent
spielte ein unehrliches Spiel, der Senat spielte ein unehrliches Spiel. Sie haben etwas in Aussicht gestellt, was mich interessiert hat, nämlich eine andere Art Theater zu spielen. Kann ich ganz deutlich sagen, was ich mir vorgestellt habe oder was man mir vorgegaukelt hat. Ein Schauspieler zu sein, der die Rollen, die er spielt, vertreten kann, jederzeit, in jedem Detail sagen, warum hast du das so gespielt oder warum hast du das überhaupt gespielt? Ja? Ich wollte ganz ehrlich in dieser Weise behandelt werden, ja? Und das fand nicht statt. Also ich fand das eine ungeheure Lüge. Ich war also gewählter, das Schauspiel in Frankfurt hat viele Aspekte, aber die hatten die Art, also den Schauspielern das aufzudrängen, was sie eigentlich alle gar nicht wollten und auch nicht konnten, Protokolle zu führen über die Sitzung, Beiratssitzung, also über das, was geplant war und was gemacht werden sollte. Und es war immer unehrlich und falsch. Ja. Es war immer was anderes und so weiter. Und immer habe ich wieder mich gemeldet und gesagt, warum steht das nicht im Vertrag? Ich möchte das bitte in den Vertrag haben. Worum es da eigentlich geht, ja. Wurde nicht gemacht, ja. Es gibt eine Passage in der Autobiografie, wo Sie schreiben, Sie waren Anfang der 70er Jahre am Schauspiel Frankfurt engagiert und hätten sich überreden lassen, Schauspielunterricht zu geben. Ja. Und zwar zwei Schülerinnen sollten eine Szene aus Minna von Barnhelm proben. Ja. Vielleicht können Sie das nochmal erzählen, für die es noch nicht gelesen haben. Naja, ich wollte das eigentlich nicht machen, also ich wurde überredet, mehr oder weniger, weil es andere auch machten und das Schauspiel auf diese Weise repräsentanter wurde, ja, und wichtiger vielleicht für manche, ich weiß es nicht. Ich war sehr unglücklich. Ja, Schauspielunterricht, den habe ich damit begonnen, dass ich den Schülern gesagt habe, also Schauspiel können Sie bei mir nicht lernen. Ja? Also da müssen wir irgendeinen anderen Weg suchen, weil das muss man selber suchen. Also ich kann Ihnen vielleicht sagen, wie ich das gespielt habe seinerzeit oder dann und dann, aber warum ich es so gemacht habe oder so, das kann ich nicht unterrichten. Also ich kann auch nicht die Verantwortung übernehmen. Sie müssen schon selber mir einen Hinweis geben, was Sie gerne machen möchten. Ja? Dann kann ich helfen, ja. Sie waren ja selber auch Schauspielschüler in Berlin, in Paris, in London. Ja. Wie hat Sie das geprägt? Welcher Schule oder welchem Zugang des Schauspielens würden Sie sich dazu rechnen? Also ich war, wie Sie ja, gelesen haben, ich war bei Lecoq. Also Jacques Lecoq war ein berühmter französischer Lehrer für mancherlei. Er hat eigentlich alles unterrichtet. Er hat also eine eigene Schule gehabt. Seine Frau war Dolmetscherin. Das erleichterte das ein bisschen so, die Art des Unterrichts. Sie konnte immer aushelfen. Und Jacques Lecoq war, also wenn ich es ganz kurz machen solle, der Mann, der die besten Augen für diesen Beruf hatte. Der immer sofort sagen konnte, non. C'est pas ça. Und die immer genau nennen konnte, wo, ab wann es falsch wurde und wodurch man es korrigieren kann. Und so. Das war fantastisch. Also diese Schule war unglaublich. Und darüber gesprochen, und das war eigentlich das Wesentliche für mich, wenn ich heute zurückdenke, darüber, worin Schauspiel oft versagt. Ja? Und zwar hat er gesagt, die Schauspieler wissen nicht, wo eine Geschichte zu Ende ist. Sie quatschen immer weiter. Man muss aber den Punkt finden, wo eine Geschichte zu Ende ist. Und jede Geschichte hat ein Ende. Ja? Und die größte Kreativität und sein Talent muss man auf diesen Punkt lenken. Dass man immer weiß,
so endet das. Ja. Also ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, weil das sehr eindrücklich war. Also er hat allen Schülern diese Aufgabe gestellt. Ein Mann nimmt Abschied von seiner Gefährtin, Lebensgefährtin, die wahrscheinlich, er hat das alles so immer offen gelassen, also skizziert eigentlich, sehr locker skizziert, aber man wusste sehr schnell, was er meinte und wohin die Reise geht. Und hatte sich verabredet mit ihr, die offenbar ein Auswandererschiff benutzen wollte und irgendwo, aber möglicherweise nach Israel oder weiß ich nicht, benutzt hat, hat er sich verabredet am Hafen zu einem bestimmten Zeitpunkt, damit man noch an Adieu hat. Also noch eine Art, eine Art von Abschied. Ich habe das dann so beschrieben, dass es eigentlich alles untergeht, sehr bald, durch ein ständiges Kommen und Gehen und Winken und jemanden entdecken und wieder verlieren mitten auf und so weiter. Und da hat er eine kleine, ganz kleine Geschichte erfunden und gesagt, ich möchte gern, dass Sie Folgendes machen. Sie haben sich entschlossen, sich zu trennen durch ihre Verhalten einfach von dieser Frau. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Sie gehen. Also sich lösen, als Mann, als Mensch, als weiß ich nicht, als Freund, als Begleiter. Und Sie müssen ja irgendeinen Abschied, eine Art von Abschied nehmen, ja? Zeigen Sie mir doch mal, wie dieser Abschied aussieht. Also ganz kleinlich, wann drehen Sie sich weg, wann gucken Sie woanders hin, wann winken Sie noch mal oder nicht und wie gehen Sie weg, ja, und so. Sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer. Hat lange gedauert, bis man seinen Weg dazu wirklich findet, ja. Auch mit sich ehrlich zu sein und zu entdecken, was man für ein Trottel ist. Ja. Also, dass jemand tatsächlich sich dieser Aufgabe stellt und da steht und sagt, ja, und jetzt bitte. Und das war hochinteressant und lehrreich. Also das war eigentlich mein wichtigster Schauspielunterricht. Und der war Pantomime. Ja. Der hat all diese sehr heiklen Dinge behandelt, ja, alles von der Commedia dell'arte über Komik und alles, hat alles angefasst und endete häufig bei mir vor allen Dingen, so habe ich es empfunden, mit dem Satz, Jacobi, non, c'est pas ça. Einen anderen Lehrmeister, ein Vorbild, das Sie im Buch erwähnen, ist Rudolf Nölte. Ja. Und es scheint so, als ob Sie seine Perfektion und seine Präzision sehr bewundert haben. Ja, richtig, ja. Können Sie ein bisschen seine Arbeitsweise beschreiben? Wie hat das auf Sie gewirkt? Wie hat das abgefärbt? Also ist ja alles schiefgegangen. Wir haben uns ja ganz bös bekriegt und bis zum Vorhofsgericht und alles Mögliche. Also es war ganz schlimm, ja. Das erzähle ich aber jetzt nicht. Er hatte eine Art vorzuführen, dass er nicht weiß, wie man das spielen könnte. Er sagte auch oft, sprach auch auf der Bühne und sagte, ja, wie spielt man das? Wie kann man das ausdrücken oder so? Und er gab immer vor, auf der Suche zu sein und legte dadurch natürlich Spuren und Zeichen, wie man ihm folgen könne. Ja? Also das war schon sehr interessant und raffiniert. Er mochte mich, weil ich ihm folgte, ja, und weil ich immer sagte, aha, da geht's lang und so macht er das und das will er wahrscheinlich auch sehen und das musst du ihm wieder zurückgeben, ja, dass du da an ihm hängst. Ja. Ich spiele auf eine Episode noch an, wenn ich da kurz einhaken darf. Mhm. Er hat wohl seine Kritik an den Schauspielern auch verschriftlicht, ja, und immer ihn, ja, zukommen lassen, ja, teilweise immer auch auf Tonband gesprochen und, ja, abgeschrieben. Ja. Und einmal gab es die Notiz, es habe ein Viertelblick gefehlt. Ja, ja, das hat mich sehr, hat mich zwar auf zwei Arten verwundert. Erstens ganz flach, aber sehr eindrücklich, dass ich besser zugesehen habe auf den Proben. Und
Ach so, meint er das, ach so geht der vor und so, ja. Dass er mir also indirekt sehr geholfen hat, ihm zu folgen. Und das hat mich fasziniert. Für alle, die keine Schauspielerfahrung haben, die sich das vielleicht nicht vorstellen können, was ist ein Viertelblick? Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt und wusste natürlich auch gar nicht, was er meinte und habe es dann einfach selbst entdeckt, und dass er mich wieder weiter auf der nächsten Probe habe ich es entdeckt, ja, dass er auf solche Details großen Wert legte, von denen ich gar nicht wusste, dass sie so deutlich über die Bühne transportiert werden können, ja, wenn er sagte, was Menschen sehr oft machen, Hilflosigkeit ausdrücken, ja. Sie blicken ja auf eine unglaublich mannigfaltige Karriere zurück, über viele Jahrzehnte. Sie haben mit so vielen großen Persönlichkeiten zusammenarbeiten dürfen, so viele große Rollen gespielt. Wie hat sich denn der Beruf des Schauspielers im Laufe dieser Jahrzehnte gewandelt in Ihrer Wahrnehmung? Für mich oder überhaupt? Beides. Also ich denke, das Wichtigste ist, dass heute nicht mehr in der Weise gearbeitet wurde, die ich für die einzige halte, wie man erzählen muss. Man muss etwas erzählen im Theater, ja, und so deutlich, dass jeder sich vorstellen kann, was gemeint ist, ja. Und ganz wichtig ist Humor und alle möglichen Dinge, die dazugehören. Ich suche noch nach dem richtigen Ausdruck. Weiß jetzt nicht weiter. Die Frage war, wie soll ein Schauspieler, Nicht-Schauspieler sich das vorstellen, oder? Das war schon die Frage davor, das hatten wir ja schon abgeschlossen. Jetzt war ja die Frage über diese lange Zeit, in der Sie Schauspieler sind. Ja. Wie hat sich der Beruf des Schauspielers geändert? In Ihrer Wahrnehmung, also in Ihrer eigenen Entwicklung, aber vielleicht auch, was die Rollen angeht, was die Art des Spiels angeht. Also das Wichtigste in meiner Perspektive der Rückbesinnung oder überhaupt der Äußerung dazu, zu diesem Thema, ist, das Wichtigste am Theater überhaupt ist der Autor. Und wenn man nach dem nicht mehr gründlich fragt, ist diese Sache von vornherein verloren. Und das ist die Geschichte des neueren Theaters. Das heißt, die mangelnde Ernsthaftigkeit gegenüber dem Text. Ja, gegen den Text, ja. Und der Text ist meistens besser als alles, was man sich selber vorstellen kann. Ja. Den Autor spielen aus. Haben Sie selber auch mal die Lust verspürt, die Seite zu wechseln und Regie zu machen? Ja, die Seite, der Gedanke kommt schon vor, aber ich habe immer gedacht, das darf ich mir nicht zulassen, solange ich nicht erwachsen genug bin, auch mit jeder Frau den Dialog zu starten, ja, weil das ist ein ganz anderes Thema. Also, das ist ein Angstthema, ja, wenn man die Frauen sieht, wie sie arbeiten und so. Also zum Beispiel habe ich oft Frauen erlebt, die sich total verweigert haben oder gar nicht geantwortet oder gar nicht mehr mitgespielt haben, was man deutlich sah. Und die einen einfach trocken im Trockenen lassen, ja, also aus, geht gar nichts mehr, ja. Davor hatte ich große Sorge, dass mir das passieren würde, wenn ich das wage, ja. Und fehlt Ihnen dieses Texternste, nenne ich es jetzt mal, Theater, das den Autor hochhängt, fehlt Ihnen das heute? Ja, ganz dringend und ganz unerlässlich. Es ist nur Quatsch bleibt übrig, ja, wenn man das nicht befolgt. Quatsch. Ja. Sie haben ja so ein schönes Zitat im Buch von George Tabori, wo es um die Pointe eines Witzes geht. Ja. Wissen Sie, worauf ich anspiele? Nee, im Moment nicht. Es geht sozusagen um die Ernsthaftigkeit, die hinter einem Witz steht. Ja. Und die Ernsthaftigkeit, die hinter jeder guten Pointe steht. Ja. Das fand ich in diesem Zusammenhang vielleicht auch interessant.
weil sie sagen, es bleibt nur Quatsch übrig. Naja, die Ernsthaftigkeit spielt überhaupt eine ganz große Rolle, weil es natürlich zum Schauspieler, zum guten Schauspieler gehört, dass er fähig ist, gute Stimmung zu machen, Lustiges zu erzählen, Aufschlüssiges, das Hinweise gibt und so weiter. Ich fand, Sie haben das sehr eindrücklich im Buch beschrieben, dass Sie so wider den Gehorsam agiert haben, dass Sie sich Ihre Freiheit nicht nehmen lassen wollten. Also gerade in einer Zeit auch des politischen Umbruchs nach den 68ern, Umwälzung, dass Sie gesagt haben, ich lasse mir das nicht verbieten, meinen Standpunkt, und ich bleibe dabei und ich bleibe bei meiner Freiheit, haben dafür aber selber auch in Kauf genommen, dass sie an bestimmten Häusern nicht mehr arbeiten konnten. Ja, das war so, ja. Ja. Ist gar nicht so schwer, wie man vielleicht fürchtet. Herr Jacobi, ich habe Sie ja als unglaublich herzlichen, liebenswürdigen Menschen erfahren dürfen, auch als sehr bescheidenen, zurückhaltenden, höflichen Menschen. Und deshalb bitte verstehen Sie meine etwas provokante Frage nicht falsch. Aber ich frage mal allgemein, wie eitel muss man denn als Schauspieler sein? Gar nicht. Gar nicht. Möglichst gar nicht. Ist das eher etwas, was hinderlich sein kann für den Schauspielberuf? Ja, sehr hinderlich, weil man das Wesentliche nicht entdeckt, ja. Das ist dann verbaut, ja. Das ist wirklich ein ganz wesentlicher Punkt, dass man selbstkritisch sein kann, ja. Sie haben das im Buch schon angedeutet, es gab Kollegen, Kolleginnen, mit denen Sie ganz besonders gern zusammengearbeitet haben. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen was darüber erzählen. Was waren die besten Künstlerfreundschaften, die Sie gepflegt haben? Wie schwierig ist es überhaupt als Schauspieler, Künstlerfreundschaften zu führen durch die Arbeit, durch den Beruf? Und warum haben Sie so gerne mit diesen Menschen zusammengearbeitet, lieber als mit anderen vielleicht? Also das ist ganz leicht zu beantworten, aber das ist, wenn man es jetzt antwortet, eigentlich sehr nichtssagend. Es müssen Menschen sein, die genauso arbeiten möchten wie man selbst. Also der Arbeit vertrauen, nicht dem Talent. Talent ist, ja, sondern der Suche nach dem Richtigen, also was auch der Lecoq ganz besonders betont hat, dass das der Punkt ist. Verlassen sich erkundigen beim Autor. Ja. Naja, es gibt immer Zufälle, die einen weiterbringen. Und also meine erste Rolle am Burgtheater war von Pinter, Homecoming, ein Stück, ja, das ich sehr schätze und das sehr ulkig. Ich habe immer wieder sehr gelacht, ja, also auch nachträglich, dass das Publikum in Wien überhaupt nicht begriffen hat zu haben scheint, ja. Also zum Beispiel, wenn dann ein Vater zu seinem Sohn, der gerne Boxer werden wollte und auch immer so diese, was das Jungs gerne machen, so Schattenboxen und so, und dem gesagt hat, weißt du, was dir als Boxer noch fehlt? Du weißt noch nicht, wie man angreift. Und du weißt noch nicht, wie man sich verteidigt. Aber wenn du das mal hast, ist der Weg frei für dich nach ganz oben. Es ist so simpel und so richtig zugleich. Ja? Verteidigung ist wichtig. Sie haben vorhin mal davon gesprochen, dass Sie es nicht immer einfach hatten auf Ihrem Weg als Schauspieler. Ja. Dass es auch Feindschaften gab, Barrieren, Hindernisse. Ja. Groß. Erklären Sie sich das auch durch Ihre Gründlichkeit, durch Ihren Perfektionismus? Naja, ich sage jetzt mal vielleicht ein falsches Beispiel, weil es so eine simple, dumme, lang alte Geschichte ist. Ja. Aber ich habe zum Beispiel in Berlin als erstes mehrere Boulevardstücke gespielt. Da gab es den Harry Mayen,
der immer nach London reiste und sich dort die Inszenierung ansah, die er dann übersetzte. Ja, und da Riesenerfolge damit feierte. Und er hatte natürlich ein Prinzip entwickelt, wie man das macht und so weiter. Also uns ging auch sehr einfach und so. Der mochte mich und viele Kollegen nicht, weil sie immer argwöhnt, ich würde ihnen das Stück verderben oder irgend sowas. Weil sie immer sagten, ach Mensch, Jakob, jetzt komm noch mal zu Potte, das ist ja, der hängt alles, irgendwelche Gewichte und das ist alles so wichtig und so weiter. Und die haben dann zu ihrer großen Überraschung, wie ich erleben durfte, erlebt, dass sie gar keinen Erfolg hatten, sondern nur ich. Ja? Weil ich einen ganz anderen Weg gegangen bin und eben die anderen Fragen gestellt habe. Was würden Sie denn heutigen Schauspielern raten aus Ihrer Berufserfahrung? Es sein zu lassen. Warum? Weil das sowohl die Spiellust, die Spielfreude und die Dramaturgie ist futsch. Also die können nicht mehr vernünftig arbeiten, die wissen gar nicht, wo zu holen ist. Ja? Also sehr viele sind hervorragende Schauspieler. Gerade im Burgtheater gab es eigentlich fast nur Kollegen, die man für ihr Talent beneiden musste. Aber es ist flach, wahnsinnig flach geworden alles. Flach, dumm. Bobby Fischer, ist mal gefragt worden in einem Interview, mit welchem Regisseur er am liebsten gearbeitet hätte. Hat eine kleine Pause, Zäsur gemacht und hat gesagt, ich habe nie einen kennengelernt. Aber das ist sehr klug geantwortet, weil die verstellen sich selbst ihren Weg, die Regisseure, mit dummem Zeug, ja. Aber das heißt, ich höre raus, wenn Sie heute nochmal die Entscheidung treffen müssten, würden Sie auch nicht mehr Schauspieler sein? Nein, nicht mehr. Dann doch Baumchirurg. Jederzeit, ja, gerne. Aber da fehlt das Vertrauen, ich bin dann alleine, ja. Also, das weiß ich, da geht keiner mit. Ja. Sie haben ja bis zuletzt ganz große Rollen gespielt, in namhaften Produktionen mitgewirkt, mit renommierten Regisseuren und Schauspielkollegen gearbeitet. Wenn Sie so zurückschauen, was hätten Sie denn gerne, was von Ihrer Arbeit bleibt? Dass es mal einen gab, der neugieriger war, als Sie es sein können, ja. Also glaube ich, so einfach ist es einfacher. Man muss es wollen und was man findet und liebt, ist dann auch der Kern der ganzen Geschichte. Es ist sehr einfach, Schauspieler zu sein, denke ich. Ja. Also ich hatte ja da diese Schauspielschulerfahrung, da hat sich ein Mädchen das Leben genommen. Ich weiß nicht, ob Sie das in Erinnerung haben. Ja. Es war ganz schrecklich, ganz schrecklich. Also andere haben es vielleicht noch schwerer. Ich hatte einen Schauspiellehrer, der ganz großartig war, den ich sehr, sehr geliebt und geschätzt habe. Der war Verschiedenes, was ich gar nicht liebe, also sehr religiös, sehr verbunden mit dem Christentum und so allem Möglichen und so. Der sehr hellhörig war gegen falsche Töne und so. Der aber ein glänzender Schauspieler war, weil er am richtigen Punkt angefangen hat. Ja? Also, wenn er zum Beispiel Liebesszenen inszeniert, für die Schauspieler und Fragen gestellt, die sehr einfach waren und immer den richtigen Hinweis gab, und sie haben ihn nicht aufgenommen, weil er war unbeliebt. Also, weil er, ich weiß nicht warum, es. Weil ihm war überall zu viel Dummheit. Ja. Also er
er hasste alle Mätzchen und alles, alle Kinkerlitzchen und alle was so Späßchen und der so, weil er fand immer, dass in allen Situationen viel mehr drin ist, als benutzt wird, ja. Und das hat er wunderbar gemacht. Ja. Also zum Beispiel habe ich bei ihm studiert, kann man nicht sagen, aber musste ja irgendwas machen und irgendeine Rolle. Und er hat mir dann auch was zugeschoben, angeboten, macht doch, versuch doch mal das. Und Pippa tanzt, das Stück von Hauptmann, Dankeschön. Da gibt es den Handwerksburschen, der die Pippa, diese Glasbläserfigur, sehr liebt. Und die geben sich einen ersten Kuss. Und das hat er mir vorgespielt, wie das ist. Wie er das sieht, wie man das spielen könnte. Ja? Ganz vorsichtig, ganz keusch, ja, so, dass er sagt, also die kommen in der Situation, Aktion eines Kusses so nahe, dass sie ihn ausführen müssen, ja, einfach so, ja. Und dann ist Pause und dann sagt er, könnten wir das vielleicht nochmal machen? Mhm. Zubezau, muss ich heulen. Mhm. Zubezaubert, dieser alte Mann, ja. Mhm. Gibt es noch etwas, worüber Sie gerne noch sprechen würden, was ich jetzt gar nicht berührt habe? Dass es auch heute noch Leute gibt im Theater, wozu Sie ganz besonders gehören, die die richtigen Fragen stellen.